Bronchien. Bronchien sind ein wichtiger Teil der Atemwege. Die Atemwege beginnen in der Nase, gehen weiter über die Luftröhre und von der Luftröhre geht dann die Atemluft in die Bronchien. Es gibt verschiedene Bronchialäste und schließlich geht es weiter in die Bronchiolen. Eine Entzündung der Bronchien wird als Bronchitis bezeichnet. Die Bronchien haben eine Schleimhaut mit Flimmerhärchen. Die Bronchien helfen, dass die Luft gefiltert wird, dass Staubpartikelchen über den Schleim festgehalten werden. Die Flimmerhärchen, die sogenannten Cilien, sorgen dafür, dass sowohl der Schleim als auch eben Staubpartikelchen transportiert werden Richtung Mund. Die Bronchien helfen auch, dass die Atemluft angefeuchtet wird und angewärmt wird. Es gibt verschiedene Dinge, die man machen kann für gesunde Bronchien. Im Yoga machen wir dort eine ganze Menge. Zum einen ist eine gute Ernährung wichtig, denn die Bronchien werden auch beeinflusst durch eine Ernährung. Wichtig wäre zum Beispiel eine vegane Ernährung und auch eine zuckerarme Ernährung. Des Weiteren sind für die Bronchien gut regelmäßiges Training. Bronchien können zum Beispiel gut trainiert werden durch Yoga-Atemübungen. Und die Kombination aus der Schnellatmung, Kapalabhati, mit dem anschließenden Luftanhalten ist ein sehr gutes Training für die Bronchien. Indem man schnell atmet, lernen die Bronchien mit einem schnellen Luftaustausch umzugehen. Und wenn man die Luft anhält, lernen die Bronchien und insbesondere die Alveolen mit weniger Sauerstoffangebot umzugehen. Die vollständige Yoga-Atmung ist auch ein gutes Training für das ganze Lungensystem und damit auch für die Bronchien. Indem man ein paar Minuten am Tag oder länger wirklich die Lungen vollständig füllt und leert, ist das auch ein gutes Training für die Bronchien. Auch Rückbeugen sind sehr gut für die Bronchien. Indem man sich zurückbeugt, wird der Brustkorb gedehnt. Wird der Brustkorb gedehnt, dann hilft das auch den Bronchien. Umgekehrt ist das Drücken des Brustkorbs, zum Beispiel in Schulterstand und Pflug, ein umgekehrtes Training, ein Trainingsreiz auch für die Bronchien. Des Weiteren gilt auch Herz-Kreislauf-Training im Sinne von Ausdauertraining als gutes Training für die Bronchien. In diesem Sinne ist auch Surya Namaskar, Sonnengruß, ein gutes Training für die Bronchien, aber natürlich auch Schwimmen, Radfahren, Fahrradfahren, Walken, Nordic Walken und Joggen. Wichtig ist auch, dass man nicht raucht. Das Rauchen ruiniert letztlich die Schleimhautgewebe mit den Flimmerhärchen auch in den Bronchien. Und so ist es wichtig, dass man nicht raucht. Was auch wichtig ist, ist ab und zu mal die Bronchien mit kalter und warmer Luft zu konfrontieren. Es ist durchaus gut, auch im Winter mindestens 20 Minuten am Tag nach draußen zu gehen. Auch Sauna zum Beispiel mit anschließenden kalten Duschen gilt als ein gutes Training für die Atemwege und damit auch für die Bronchien. Ein gutes Training für die ganzen Atemwege und für die Gesundheit der Bronchien ist auch Höhenluft, wie auch die Luft am Meer. Und so gibt es bei Yoga Vidya auch zum einen einen Ashram im Allgäu, der über 1000 Meter hoch ist. Und wir haben auch einen Ashram an der Nordsee, wo man mit den Aerosolen der Nordseeluft auch etwas Gutes tut für die Bronchien.